Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei The Forest. Und es ist mittlerweile Nacht draußen. Wir gehen gerade aus der Höhle raus. Es ist Nacht. Wir sehen kaum was. Ist das nicht toll? Mich freut das immer. Wenn wir kaum was sehen, ist immer schön. Nee, nicht wirklich. Ja, leider haben wir die Axt nicht gefunden. Und ihr wisst ja, ich nehme immer direkt alles für die ganze Woche auf. Deswegen werden wir diese Woche auch nicht mehr danach suchen können. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja sogar schon geschrieben. Wenn ihr irgendwas wisst, immer raus damit, Leute. Immer raus. Das sieht aber wirklich mal ganz, ganz eklig aus. Drop. 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 Tut mir natürlich leid um die Tiere, aber die werde ich ganz bestimmt nicht essen. So, wir nehmen jetzt mal den hier wieder in die Hand. Falls wir nämlich Bären gleich finden, dann sollten wir. Wow! Bitte lass es kein Krokodil gewesen sein. Wobei, dann hätte es nach uns geschnappt. Das hätten wir gehört. Wir. Ich weiß nicht, kann man hier an den Zelten eigentlich mittlerweile wieder schlafen? Früher konnte man das. Weiß nicht, ob es mittlerweile wieder geht. Wobei, an den hier weiß ich nicht. Ja, kann man. Okay, wir werden hier eine Nacht schlafen. Dann haben wir direkt wieder Tag. Und dann können wir direkt hier vorne zu unserer neuen Stelle hingehen. Weiß nicht, gibt es hier auch noch den Topf? Nee. Inventar. Wir haben aber rote Farbe aufgenommen, ne? Da war doch ein Topf mit roter Farbe. Hä? Okay, wir haben hier die Taschenlampe. Aber einen roten Topf mit Farbe haben wir nicht. Sehr merkwürdig, hier sind nochmal Zelt, aber nee. Gucken wir mal hier oben mal. Normalerweise bei den Zelten ist immer ein Topf irgendwo. Hier ist auch noch eine Höhle. Okay, kein Topf für den Nexus. Denn es gibt nämlich auch Neues, und zwar können wir da Rezepte mit kochen. Ja, wir können was kochen. Und zwar können wir zum Beispiel einfach reinpacken Pilze und Kaninchen oder eben Lurche. Und das ergibt dann ein ganz bestimmtes Rezept. Und dieses Rezept bringt dann ja gewissermaßen irgendwelche Sachen zum als Plus sozusagen. Also wir können dann mehr Ausdauer, also zumindest die Ausdauer zurücksetzen und oder eben genügend Hunger ist dann plötzlich weg. Ne? Oder. Also gibt es mehrere verschiedene Rezepte. Man muss sich da einfach mal ein bisschen durchklicken und einfach mal testen. Es gibt aber auch Rezepte, die man nicht essen sollte, die dann giftig sind. Ne? Muss man auch aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas erstmal hier. Zack. Da hier wieder das Schwert in der Hand, weil hier sind ja überhaupt keine Bären. Warum habe ich eigentlich das Feuerzeug noch an? Wieso sagt mir das keiner? Hoppala. Jetzt habe ich Q gedrückt anstatt W. Auch nicht schlecht. So, brauchen wir Steine? Ja, Steine brauchen wir immer. So. Jetzt laufen wir auf jeden Fall erstmal zurück zu unserer Flagge hier und dann überlegen wir mal, was wir denn überhaupt bauen wollen. Ja? Müssen ja mal so gucken, so ein bisschen, wie wir da was am besten hinstellen können. Oder. Ne? Bauen wir einen Zaun? Bauen wir keinen Zaun? Alles so Fragen, die die Welt nicht beantworten kann. Warum ist das da hinten so türkis? Ah, das ist ein Flugzeugwrack. Ah, ein Wrackteil. Ist das das Wrack, wo wir ausgestiegen sind, oder ist das ein anderes? Ein Topf. Juhu. Hier, wo kein Zelt ist, da ist ein Topf. Ah, ja. Ja, das ist das, wo wir damals rausgegangen sind. Würde ich jetzt zumindest behaupten. Jupp. Na, so kommt man übrigens wieder ins Flugzeug rein und kann sich hier was zu essen holen und auch noch ein bisschen das Zeug wiederholen, was wir jetzt schon alles verbraucht haben. Ne, auch gut so. Ernsthaft, wir sind voll? Man kann halt mal fünfmal Medizin aufnehmen. Das ist auch recht neu, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist gut zu wissen, also gar nicht so fern von unserer neuen Hütte demnächst, können wir immer mal Medizin abgreifen. Das ist doch auch was Schönes. Oder wir machen einfach so einen Schrank, wo wir die Medizin reinpacken. Dann können wir da auch unendlich Medizin reinschmeißen.
natürlich auch ziemlich gut. Gut zu wissen auf jeden Fall. Oh, hier ist das Boot. Und da ist auch direkt das Dorf. Also rein theoretisch hätte man auch in dem Boot die ganze Zeit übernachten können. Oder seine Bleibe bauen können. Ne? Aber haben wir jetzt nicht gemacht. So, wir sind da. Das hier wird unser neues Zuhause. Müssen wir nur noch gucken. Bau. Was denn? Das ist schön. Wieso blinkt das denn so? Merkwürdig. Custom Foundation. So, wir bauen jetzt erstmal hier eine schöne Foundation. Ich würde sagen, so auf jeden Fall schon mal. Dann muss es natürlich recht gerade werden. Wir wollen ja ein gerades Häuslein. Nee. Nein! Oh. Der Nexus wieder. Wieder einmal zu früh geklickt. So, die Höhe. Oh, 3 finde ich besser. So. Die Häuslebauer. In Aktion. So. Jetzt gucken wir uns das mal von einer erhöhten Position so ein bisschen an. Ja, das sieht doch ganz in Ordnung aus, oder? Das sieht doch aus nach einem großen Haus. Das, was wir mögen. So, wie viele Loks brauchen wir denn? 33. Jetzt gibt es einen kleinen Trick. Wir können uns nämlich eine Axt bauen. Die ist zwar extrem langsam, aber dafür braucht die nicht so viele Schläge, um Holz hinzuschmeißen. Oder Bäume umzuschmeißen, sagen wir es mal so. Wie gesagt, die braucht zwar extrem viel. Moment, bevor wir überhaupt anfangen zu bauen, werden wir natürlich hier noch eine Bank hinbauen. Wo machen wir den Eingang hin? Ich würde sagen, wir machen den Eingang von hier hin, weil der hier schon ebenerdig ist. Dann brauchen wir da noch reingehen. Das heißt, wir setzen die Bank auch nach hier hin. Von hier ist das. Da. Jetzt mal drehen. Ja, so. So. Denn wir müssen jetzt ja viel hin und her rennen. Man kann das auch ganz anders machen. Einfach das Walkie-Talkie nehmen. Oder nicht Walkie-Talkie, sondern den... Moment. Hier, da. Den Kassettenrekorder. Wenn man damit Musik spielt, die ganze Zeit, dann kriegt man auch ziemlich viel Energie zurück. Na? Gut, ob die jetzt wirklich schneller ist, wage ich gerade ein wenig zu bezweifeln, wenn ich mir das so angucke. Oder ob die einfach nur unsere Ausdauer auffrisst. Früher war es auf jeden Fall so, da war diese Axt auf jeden Fall schneller im Bäume fällen. Das waren jetzt 2 Fünferbäume, ne? Das heißt, wir haben schon 10 Loks. Brauchen also noch 25. Aber vielleicht muss man auch mittlerweile richtig stehen dafür. Oh, das war jetzt... Oh, ist doch ein Lok. Okay. 2, 4 Loks. Okay. Ich versuche das vorher schon immer auszurechnen, dann braucht man gleich nur noch hin und her rennen. Er spart eigentlich irgendwie ungemein Zeit, weil jetzt würde ich gleich hin und her rennen und ne, hätte davon auch nicht viel, denn die Ausdauer wäre dann ruckzuck weg. Da müssen wir uns hinsetzen und so weiter und so fort. So, wir fällen hier einen Baum nach dem anderen mit Absicht. Denn ich möchte ungerne so weit laufen. Es wird wahrscheinlich nicht anders übrig bleiben, dass wir irgendwann jetzt gleich mal laufen müssen. So. Vielleicht vergessen weiter mitzuzählen, ich Idiot. Das waren jetzt 2 Fünfer, das heißt 10. Ein Fünfer. Wir hatten vorhin 14. 14 plus 15 sind 29. Müssten wir jetzt haben.
Gut, dann müsste der hier noch und noch einer. Dann müsste es eigentlich langen. Denn wie gesagt, ich mag es nicht, wenn man da um... Ich bin ganz zu Anfang immer für jeden Stamm gelaufen. Ne? Ich habe einen Baum gefällt und bin sofort erstmal gelaufen. Weil ich dachte, das ist logischer. Aber ich habe gemerkt, oder schnell gemerkt, dass da schnell die Puste auf den Oppe geht. Wenn ich mal hin und her renne, dann kann ich nicht mehr so schnell hauen. So. Was mich dann natürlich darauf gebracht hat, zu sagen, okay. Moment mal, wisst ihr was? Wir hauen jetzt so viele Bäume hier weg. Einfach so. Wir hauen so lange Bäume weg, bis es nicht mehr geht. Denn dann brauchen wir gleich nur noch bauen. Das ist doch viel, viel logischer. Das ist die Baum-Weghau-Folge. Muss auch mal sein, Leute. Ja, wir müssen ja schließlich Ressourcen abbauen, um weiterbauen zu können. Aber die Ausdauer sagt schon so langsam, dass es reicht. Aber das Einzige, was ich jetzt fertig bauen werde, ist das hier. Können wir uns hinsetzen. So, die 3, 4 Bäume hauen wir auf jeden Fall noch weg. Und dann fangen wir an zu bauen. Und erstmal nehmen wir die aus der Mitte. Na, ist ja irgendwie logisch. Na, vielleicht musste man sich auch nur so hinstellen, dass das genau passt hier mit dem Baum. Ja, wenn man jetzt mal guckt, der ist sofort auseinandergefetzt hier. Ist möglich. Ist möglich. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon gut Holz hier liegen. Wir haben gut Holz vor der Hütte. Haha. Ein Lattenknaller. Werden auf jeden Fall in Ruhe gelassen von den Eingeborenen, was ich schon echt nice finde. Ich habe jetzt ungern Lust, da irgendwie mit denen zu kämpfen. Yo! Willkommen beim Baumstamm-Weitwurf-Wettbewerb. Gibt natürlich hier auch ganz tolle Mods, ne? Müssten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, so eine Mod-Folge. Dass ich mir mal so ein paar Mods angucke. Da gibt es zum Beispiel Mods wie, hier, du hast plötzlich einen Baum gefällt und hast da 25 was ist denn los mit den Blocks, mit den Loks? Ist ja unglaublich. Da hast du plötzlich 25 Loks aus einem Baum. Ne? Oder eben, das kostet alles nur noch die Hälfte. Ist natürlich nicht mehr das Spiel selber, ne? Es soll ja auch ein bisschen schwieriger sein, ne? Es soll ja nicht so easy sein. So, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal, sonst sitze ich hier noch morgen und bin am Bäume fällen. Oh schön, die sind alle aus der Mitte rausgerollt. Ich will die natürlich niemanden mehr drunter haben, also kein Lock mehr. Das wäre nämlich unschön, weil da kommen wir nie wieder dran. 22 Loks noch. Hier liegen so viele rum. Ich glaube, das kriegen wir hin. Seht ihr, jetzt renne ich die ganze Zeit nur noch hin und her und einfach nur immer zack, zack. Und es wird immer weniger, was wir an Loks brauchen. Deswegen mache ich das. Solltet ihr euch auch angewöhnen, wenn ihr das Spiel spielt. Erstmal richtig viele Bäume fällen und dann hin und her rennen. Das spart erstens ein bisschen Energie. Und man kommt voran. Man kommt voran. Überleg mal, wir haben jetzt gute 8 Minuten vielleicht Bäume gefällt. Aber jetzt können wir auch genauso lange, wenn nicht sogar doppelt so lange, die ganzen Baumstämme nehmen und irgendwas draus bauen. Ne? Klar, man muss natürlich immer weiter rennen irgendwann. Ne? Hier sehe ich jetzt keinen mehr. Aber da, guck mal, da liegen noch genügend. Und da liegen noch mehr. Wir haben noch einiges zu bauen. Wir müssen noch die Wände bauen, ne? Also es ist noch lange nicht fertig. Ich habe es auch immer ganz zu Anfang gemacht, bin immer die erst holen gegangen, die am weitesten weg waren.
So, Plattform ist fertig. Sieht schön aus. Sieht gleichmäßig aus. Sieht viereckig aus, würde ich sagen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dann geht es jetzt ans Eingemachte, die Wände. Da. Foundation haben wir. Custom Walls. Das sieht super aus. Das nehmen wir so. So, und hier möchte ich jetzt gerne... R. Jawohl, ja. So, hier möchte ich gerne ein Fenster haben. Und hier möchte ich gerne ein Fenster haben. Und hier. So, wie viele Loks brauchen wir? 40 Loks. Okay, das ist natürlich schon eine Aufgabe. Ui. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht nicht mehr diese Folge. Da müssen wir mal schauen, wie schnell der Nexus jetzt ist. Im Laufen. Aber in der nächsten Folge sind wir dann auf jeden Fall schon fast fertig mit dem Haus. Würde ich fast behaupten. Aber wobei, wir sind so schnell. Ich denke mal, das wird diese Folge noch was. Wenn wir genügend Stämme haben. Eine Wand ist schon mal zu. Aber ein bisschen Ausdauer tanken. Werden auch gleich mal die restlichen Bären noch futtern hier. Zack, zack, zack. Dann essen wir hier vorne noch eins. So. Schon geht's uns perfekt. So, jetzt werden wir erstmal die holen, die hier ganz, ganz hinten liegen. Hoppala. So wie den zum Beispiel und den hier vor allen Dingen. Was war das für eine Blume? Achso, die. Ja, die nehmen wir noch mit. Natürlich könnte man jetzt sagen, ey, du hast da vorne doch extra was gebaut und Anbau und hast du nicht gesehen, ne? Und so weiter und so fort. Warum gibst du das jetzt alles auf? Das ist nur so eine, ja, ich sag mal, so eine Zweitbasis für mich. Da hinten ist einfach nur so, ja, so ein Sicherheitspunkt, ne? Wir haben da alles, wir können da überleben und nicht nur einen Tag, sondern wir können da auch etwas länger überleben. Ein Kanickel. Und brauchen uns keine Gedanken machen, ne, um Essen, Trinken etc. Ist da alles in Sicherheit? Denn wenn wir hier draußen Essen aufhängen, haben wir die Kannibalen bei uns. Ne, das werde ich euch nochmal zeigen. Das ist ganz witzig. Das haben der Wöhner und ich festgestellt. Wobei, nee, so witzig fanden wir das gar nicht, weil die plötzlich bei uns das Fleisch weggefressen haben. Aber in einer gewissen Art und Weise ist es ja schon witzig. Ne? Denn wenn man mal so überlegt... Die hängen da wirklich dann so an dem Fleisch und futtern dir das weg. So, jetzt ist es natürlich schon ziemlich weit, aber wie ihr seht, wir haben so viele Bäume gefällt in diesen 8 Minuten. Oder 7 Minuten, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Oh, eine Höhle. Wir haben so viele Bäume gefällt. Wo ist die Feder jetzt hin? Das ist jetzt unfair. So viele Bäume gefällt, dass wir einfach nur noch bauen können, ne? Wir können... Oh, okay. Da war Dreck. Dass wir einfach nur noch bauen können. Und guck mal, wir brauchen noch 16 Loks und da liegen noch welche. Das heißt, mit ein bisschen Glück kriegen wir nicht die ganze Hütte mehr fertig, aber 90% der Hütte vielleicht. Na, das Dach müssen wir natürlich noch bauen, ist klar. Hat er sich jetzt nochmal mit Dreck eingeschmiert? Oh, dreckiger Kerl, ey. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Es könnte sein, dass das schon der letzte Lock ist, den wir noch übrig haben. Yep. Leider. Okay. Da müssen wir noch 11 Stück kloppen. Das werden wir nicht mehr in dieser Folge schaffen. Das kann ich euch so sagen. Aber ist gar nicht so schlimm. Wir gehen den direkten Weg nach Hause. Und während ich nach Hause gehe... Würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir das Hütchen da fertig, mit Dach. Das sollten wir hinkriegen in einer Folge, das ist eigentlich gar kein Problem. Ihr seht ja jetzt, was wir in einer Folge alles geschafft haben. Und falls wir dann wissen, wo die moderne Axt ist, werden wir uns die holen in der danach folgenden Folge. Vielleicht war es auch einfach nur ein grafischer Fehler oder sowas. Dass sie doch da liegt, aber ich die nicht sehen konnte.
Wenn ihr die gesehen habt und ich habe die übersehen, schreibt es mir auch natürlich gerne in die Kommentare. Falls ihr es nicht schon getan habt. Ne? Und dann holen wir uns die. Ist ja ganz klar. Weil die moderne Axt ist natürlich nochmal um Längen besser als die nachgebaute, sozusagen die gecraftete. Und natürlich, was nicht zu vergessen ist, hier ist natürlich, wir haben noch ein paar Neuerungen, die wir uns alle noch angucken müssen. Moderner Bogen zum Beispiel gibt's hier. Dann gibt's hier eine Pistole. Tja, die werden wir uns alle noch angucken müssen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal habe ich echt einen Bock da drauf. Letztes Mal war es so ein bisschen so, ja, wir gucken mal rein. Die Folgen, ja, eben durchrattern schon fast sozusagen. Wir machen halt das und das und das und das und das. Und dann war es das. Ne? War nicht so ganz spektakulär. Jetzt ist es schon spektakulärer. So. Zack, wir sind zu Hause, wir speichern ab. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr könnt jetzt gerne rechts auf mich klicken, dann abonniert ihr mich sofort. Oder aber ihr guckt euch das letzte Video an, dann müsst ihr links klicken. Ich bin raus, euer Nexus. Ciao!